Sie wissen auch aus den Akten, dass die Aussage auf immerhin recht ungewöhnliche Weise zustande gekommen ist. Ich möchte Sie daher bitten, bei Ihren eventuellen Befragungen so sachlich wie möglich zu bleiben. Und bitte bleiben Sie auch sachlich, falls Herr Höfgen, was ja denkbar wäre, Aussage verweigert. Ich bin Ihrer Ansicht. Mir liegt an diesem Zeugen verständlicherweise gar nichts. Aber wenn er aussagt, werde ich nicht umhin können, ihn ausführlich zu befragen. Gerade weil dem Gericht bekannt ist, unter welchen Umständen Herr Rosk und Herr Höfgen ihre Bekanntschaft gemacht haben. Blatt 203 und folgende der Akten, Herr Rechtsanwalt. Na fein, unter diesen Umständen würde ich vorschlagen, auf den Zeugen Höfgen völlig zu verzichten. Ich halte das nun wirklich für eine absurde Idee. Dann werde ich allerdings wohl kaum auf Herrn Höfgens Vereidigung verzichten können. Wenn er aussagt, ist das natürlich... Also rufen Sie den Zeugen Höfgen rein.